Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. Im Video Bildung basischer Lösungen habe ich dir drei unterschiedliche Wege zur Bildung basischer Lösungen gezeigt. Dass das nicht nur graue Theorie, sondern auch praktisch möglich ist, demonstriere ich dir in diesem Video. Denn heute geht es um das Darstellen von Natronlauge aus Natrium und den Nachweis der entstandenen basischen Lösung. Bevor ich mit dem Experiment starte, rufe dir noch einmal in Erinnerung, was man unter einem Indikator versteht. Indikatoren sind also Farbstoffe, die durch einen charakteristischen Farbumschlag in unserem Fall eine basische Lösung anzeigen. Bis ich die Natronlauge herstelle, bereite ich das Experiment soweit schon vor. Ich benötige dafür ein dickwandiges, rundes Glasgefäß, in das ich Wasser gebe und einige Tropfen Phenolphthalein. Phenolphthalein ist ein Indikator, der seinen Farbumschlag im basischen Bereich zeigt. Im Gegensatz zur Unitestlösung ist Phenolphthalein in Wasser farblos. Bevor ich mit dem Experiment starte, möchte ich nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Experiment von dir nicht durchgeführt werden darf. Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Ein maiskorngroßes Stück Natrium entrinde ich. Dann platziere ich das Filterpapier, in das ich mittig ein Loch geschnitten habe, auf der Wasseroberfläche. Nun versuche ich zügig, das Stück Natrium mittig ins Loch des Filterpapiers zu geben. Wie man im Video erkennen kann, ist mir das nicht ganz so geglückt. Auf keinen Fall darf ich jedoch meinen Abwurf korrigieren. Ich entferne mich vom Tisch und beobachte aus der Ferne. Das Natriumstück wandert auf der Filterpapier-Wasseroberfläche. Es wird dabei kleiner. Eine orange-gelbe Flamme ist zu beobachten. Da sich die Farbe des Indikators Phenolphthalein von farblos nach pink-rosa-rot färbt, weise ich somit die basische Lösung nach. Aufgrund der Farbe des Indikators wird das Experiment auch als rosa-roter Panther bezeichnet. Aus Natrium, das ich in Wasser gegeben habe, habe ich Natronlauge hergestellt. Natronlauge ist eine basische Lösung, die aus in Wasser gelösten Natriumionen und in Wasser gelösten Hydroxidionen besteht. Die Hydroxidionen sorgen für die Farbänderung des Indikators. Sie sind in allen basischen Lösungen enthalten. Zusätzlich entsteht bei diesem Experiment Wasserstoff, der sich entzündet. Zusammenfassend halte ich fest, dass man aus einem unedlen Metall, das man in Wasser löst, eine basische Lösung herstellen kann. Diese basische Lösung besteht im Allgemeinen aus Metallionen und Hydroxidionen, die in Wasser gelöst vorliegen. Weiterhin entsteht Wasserstoff, wenn ein unedles Metall mit Wasser reagiert. Im experimentellen Beispiel wurde Natronlauge aus Natrium dargestellt und mit Hilfe des Indikators Phenolphthalein, das seine Farbe von farblos nach rosarot geändert hat, nachgewiesen. Sei auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.